Unterstützer dieser Demo. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Für mich ist es auch ganz wichtig, Sie wissen, ich bin der themenbezogene Vertreter in diesem gemeinsamen Bundesausschuss. Holen Sie uns aus dieser Anonymität heraus, dass tagtäglich auch draußen die Leute sehen, wir sind betroffen, wir brauchen diese Medikamente. Ich selbst bin ja seit 1973, damals auch als 9-Jähriger, mit dem Schicksal Diabetes versehen worden. Und ich musste ja selbst auch noch Glaskolbenspritzen verwenden und Nadeln, die jeden Tag entsprechend ausgekocht werden mussten. Ich weiß es, was es heißt, letztendlich über diese Medikamente zu verfügen. Gehen Sie weiter auf die Straße, zeigen Sie ganz deutlich draußen, was offenkundig ist für uns in der täglichen Anwendung, was Nutzen mit sich bringt, braucht nicht in der Verwaltung letztendlich einen Nachweis durch Studien zu haben. Und das ist das eigentliche Problem hier. Ich hoffe, dass wir heute entsprechend Erfolg hatten. Ich bin noch etwas skeptischer wie Herr Professor Dr. Danne, aber ich denke, dass wir zumindest schon einen Erfolg haben, dadurch, dass auf uns aufmerksam gemacht wurde und dass wir in den nächsten Tagen vielleicht schon entscheidende Veränderungen hier in diesem Verfahren verspüren können. Vielen Dank. Ja, dann gehen wir langsam wieder zurück. Ich glaube,